Herzlich willkommen an alle. Ich heiße Victoria Junot und ich möchte Ihnen heute eine kleine Ausstellung des Goethe-Instituts vorstellen, nämlich Berliner Mythen. Also Berliner Mythen umfassen 7 Geschichten, wie Sie schon verstehen, zu Thema Berlin und Berliner Geschichte. Der Autor dieser Ausstellung ist Reinhard Kleist und diese Mythen basieren auf kleinen Geschichten, die ein Taxifahrer namens Ozan seinen Gästen erzählt, und diese Geschichten betreffen klar die Viertel, wohin sie fahren, oder die Ortschaften, wohin sie fahren. Die Ausstellung ist super bunt, besteht aus 36 Plakaten und zu jeder Geschichte gibt es kleines Intro, wo Sie zusätzlich eine Erklärung zum geschichtlichen oder geografischen Hintergrund dieser Geschichte bekommen, damit Sie und Ihre Lerner alles besser verstehen. Goethe-Institut bietet Ihnen auch sehr gute Möglichkeit, mit diesen Plakaten in Ihrem Deutschunterricht zu arbeiten. Ein Vorschlag, ein Angebot ist ein Rallye, Plakat-Rallye zu dieser Ausstellung. Dieses Rallye besteht aus 8 Aufgaben, und in diesen Aufgaben können Sie sowohl einzelne Geschichten aufarbeiten, aber auch die Ausstellung insgesamt. So werden Ihnen zum Beispiel ein Test geboten oder eine Aufgabe, wo Sie zur Geschichte Die Flucht die richtige Reihenfolge machen sollen. Das ist ein Angebot. Da können Sie Ihre Arbeitsblätter ausdrucken und dann Ihren Lernern beide für die Ausstellung geben, und Sie können das alles machen. Das zweite Angebot ist ein teils digitales, teils altmodisches Konzept, und da können Sie schon vor der Ausstellung und vor dem Besuch damit arbeiten. Sie können, oder Sie bekommen Arbeitsblätter, wo Sie die Geschichte von Berlin, und diese Geschichte ist wirklich sehr interessant, und Sie können diese Geschichte aufarbeiten. Sie können Ihren Lernern zeigen, wie Berlin nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat und wie sich die Stadt entwickelt hat. Sie können auch Wortschatz, das ist der erste Block, dieser Didaktisierungsvorschlag. Der zweite Block ist rein digital. Zu jeder Geschichte bekommen Sie so ein Arbeitsblatt mit einem QR-Code. Das heißt, Sie können das neben dem Plakat aufhängen. Und der dritte Block der Aufgaben ist für die Zeit nach der Ausstellung gedacht, um diesen Besuch nachhaltiger zu gestalten. Da können Sie sowohl digitale Aufgaben machen, das kann als Gesamtwiederholung gemacht werden, wo Sie mit QR-Code oder einfach mit einem Link die Aufgaben oder sich an die Geschichten erinnern können. Und der zweite, der analoge Block besteht aus den Aufgaben zum Beispiel zum Lied, das in einer der Geschichten, und nämlich in der Geschichte Elektrokohle, erwähnt wird. Also das ist das Lied von der Band Eingestürzte Neubauten und heißt Haus der, der Lüge. Und dieses Lied können Sie dann im Unterricht auch bearbeiten. Noch eine Möglichkeit wäre ein Dominospiel, und zum Schluss können Ihre Lerner auch einen Comic erstellen über eigene Stadt. Also wie Sie sehen, Goethe-Institut hat Ihnen verschiedene Angebote vorbereitet, damit Sie diesen Besuch interessant machen, damit Sie das auch nachhaltig, damit auch Ihre Lerner die Landeskunde fast live erleben und auch mit Spaß und mit viel Freude dabei sind. Für die digitalen Aufgaben brauchen Sie nur ein Handy und ein QR-Code-Leser, und dann können Sie diese Aufgabe lösen. Zum Beispiel so. Zu der Geschichte Erwin geht zur Schule können Sie einen Text sehen und in diesem Text falsche Informationen markieren. Und da bekommen Ihre Lerner auch sofort die Lösung, ob sie alles richtig gemacht haben oder nicht richtig gemacht haben.
Also es lohnt sich wirklich, diese Ausstellung von Goethe-Institut auszuleihen und dann sie in ihren Unterricht oder in außerschulische Aktivitäten zu integrieren. So können sie die Motivation ihrer Lerner steigern und so können sie auch ihren Unterricht interessanter und nachhaltiger und schöner machen. Ich hoffe, es wird auch Ihnen viel Spaß machen. Vielen Dank.